Yo, servus Leute und willkommen jetzt hier heute mal zum kleinen Let's Play hier zu Resident Evil Village bzw. Resident Evil 8 und die Demo heißt da Maiden. Und ja, gestern war die Vorstellung im Showcase und auch die Bekanntgabe, wann das Game ja rauskommen soll. Und ich bin jetzt mal gespannt, was wir in der Demo erwarten und ich würde sagen, wir legen auch direkt einmal hier los. Und ja, was wir gestern nochmal in den Trailern gesehen haben, war ja auch ziemlich nice gewesen. Macht auf jeden Fall Bock auf mehr. Und am meisten gespannt bin ich jetzt hier in der Demo natürlich auch, ob wir vielleicht hier einmal die Lady Dimitrescu oder wie ich jetzt mal sagen würde, Lady D oder Lady Double D, keine Ahnung, auf jeden Fall einmal hier oben die Dame ja mit den ordentlich Holz vor der Hütten. Und ja, wie gesagt, also ich bin echt mal gespannt, was wir jetzt gleich hier erwarten. Ich habe jetzt schon hier die Einstellung soweit vorgenommen und würde sagen, wir tauchen auch direkt mal ins Game ein. Kommen Sie aus dem Gewölbe. Jo, da sind wir direkt drin. Also die Demo hat, glaube ich, hier keine 5 GB. Ich bin echt mal gespannt, was uns jetzt hier erwartet. Und was wir ja auch schon... Und was wir ja auch schon wissen ist, dass wir auf jeden Fall nicht irgendwie hier mit Waffen irgendwie zu tun haben. Also wir werden keine Waffen besitzen. Das war ja soweit aus der Showcase-Vorstellung gestern auch schon hervorgegangen. Und jetzt gucken wir einfach mal hier. Hier haben wir immer das Plumpsklo. Und ja, ansonsten haben wir hier echt nicht viel. Sieht ein bisschen... Bisschen Stroh, ein bisschen Heu. Warum liegt hier Heu? Warum liegt hier Stroh? Okay, wir gucken mal hier. Untersuchen. Anschauen. Stück Papier. Ein vergilbtes Stück Papier, das in einer Wand versteckt war. Scheint eine Nachricht zu sein. Okay, wir untersuchen das mal. Gucken einfach mal, was da... An jene, die nach einem Ausweg von hier suchen. Kennst mich nicht, aber wenn du überleben willst, musst du mir vertrauen. Zunächst musst du aus dieser Zelle entkommen. Sieh dich um, wenn nötig, auf allen Vieren, um ein Schlupfloch zu finden. Dann suche nach einem Objekt, das dir zum Ausbruch verhelfen wird. Es ist an einem Ort versteckt, an dem sie es nie erwarten würden. Und über mit Blut besudelt. Na, das ist super. Sobald du das Gewölbe hinter dir lässt, findest du dich in einem Raum wieder. Die Tür dort führt nicht in die Freiheit. Das Licht wird dir den richtigen Weg weisen. Solltest du in eine Sackgasse geraten, gib nicht auf. Irgendwo gibt es einen versteckten Weg. Wenn du das erste Mal die Leiter erreicht hast, hast du es so gut wie geschafft. Aber pass auf, dass sie dich nicht sehen. Ich werde heute Nacht von hier fliehen und ich bete, dass auch du es hier leben darfst. Okay. Jo, nice. Botschaft. Hinten ist nichts drauf. Also, einmal hier unten durchkriechen. Das machen wir mit R3, genau. Okay. Richtiges Verlies hier unten, richtige Kerker. Okay, hier geht's raus. Alles schön spooky hier wieder gemacht. Okay, die ist voll geschissen. Okay, hier. Ordentlich Folterinstrumente. Ja, was geht denn hier ab? Spitze. Hier unten die Vorräte. Okay, noch ein paar Zettel. Lebenserhalte Medikamente für Vieh. Ja, ansonsten, was wir ja auch wissen, ist, dass wir spielen hier eine Frau, die quasi hier unten gefangen gehalten wird. Und ja, wir haben ja jetzt auch gelesen, also wir müssen halt irgendwie schauen, dass wir rauskommen. Auch wenn wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle denken würden, dass... Ich glaube, wenn schon irgendwie die Ketten.
brauchen wir Bolzenschneider. Hier kommen wir so einfach nicht rein. Alter. Ja, in dem Trailer zu Resident Evil Village. Gott, da hängt einer, oder? Also so ein halber. Haben wir ja auch schon hier den Kerker gesehen und haben ja auch gesehen, dass da so verschiedene Zombies sogar mit Schwertern da auf einen zukommen. Also ich bin echt mal gespannt, was uns da erwartet jetzt. Am 7. Mai kommt's hier raus. Mal aufhören, die ganze Zeit irgendwo hier so Geräusche zu machen. Okay, hier ist nichts. Ah, hier. Okay. Offenbar, die bleibt liegen. Das sieht so aus. Zumindest für einen Moment. Gucken, wir gehen mal. Alter! Hängen da immer nur die. Hängen nur die Oberkörper, ne? Okay. Wir benutzen hier mal den Bolzenschneider. Down. Wieder so ein halber Sack. Ja, greif mal rein, genau. Oh, ein Dietrich. Ah, da können wir bestimmt für vorne für, was für Masken. Gott, guck mal, da werden die Dinger in die Augen gedreht. Also hier unten wirklich richtig, ja, richtige Folterkammer hier. Okay, aber hier, hier war nichts weiter, okay. Kein Schloss. Alter. Den Herzschlag. Oh Gott, irgendwo riecht hier was lang. Nochmal hier rein. Schon die Ratten. Hey. Alter, was ist da hinter uns? Hey. Hier, die werden richtig hier mit Krallen oder so, gell? Irgendwas schlägt auf jeden Fall ordentlich rein. Ja, ich bin echt gespannt. Also es wird ja, glaube ich, ein paar Überraschungen bereit. Der nächste Teil. Okay, hinter ist er. Mit Werwölfen und ja, diese Lady D, die ist ja scheinbar auch eine Vampirsfrau. Also quasi ein Vampir. Ich bin echt mal gespannt, was das da so alles mit sich bringt. Also. Okay. Den Raum haben wir auch schon mal in der Demo gesehen. Also in der. Im Trailer meine ich. Okay, erzählt uns das hier schon eine Geschichte, oder was? Die alle drauf. Die gehen alle auf die Tür. Don't know. Wir gehen einfach mal weiter. Alter, hier fällt doch gleich irgendwas. Der gute Wein!
Ich gehe mal davon aus, dass es Wein ist hier an der Stelle. Okay. Die Schlachtfest gefeiert. Oh. Doch kein Wein. Zimmerkabel. Okay. Es riecht ja widerlich. Es sieht auch irgendwie. Erinnert gerade so ein bisschen hier an die Szene aus, also bei Resident Evil 7, ne? Bei den Bakers, wo wir da am Tisch gesessen haben. Mit Ethan. Können wir nichts machen? Hier. Hier geht's irgendwie. Irgendwie durch, aber warte mal. Ja, okay. Das Ding ist natürlich immer, wenn wir so komplett ohne Waffen bleiben, dann bleibt uns nur die Flucht. Wir kennen uns halt hier auch noch nicht so richtig aus, ne? Das ist nur eine Wand, okay. Das ist eine Wand. Oh. Hey. Bisher ist schon echt spooky. Hier unten im Keller. Juni 1958. Heute war mein erster Arbeitstag im Schloss. Ich war schockiert zu erfahren, dass die Besitzer allesamt Frauen sind. Die Herren und ihre Töchter waren überaus pfiffig darauf zu betonen, dass sie nicht beißen würden. Das war schon etwas merkwürdig. 21. Juni. Ich arbeite jetzt seit 2 Wochen im Schloss und fürchte mich ein bisschen. Adela, eine der Dienstmägde, hat irgendwas falsch gemacht und die Komtesse Daniela ihr mit einem Messer das Gesicht aufgeschlitzt. Okay. Jetzt kann ich sie nachts weinen hören. Es ist, als würden Geister durch die Gänge spuken. Ich will nach Hause. Der Juli. Ich weiß nicht mehr weiter. Die Komtessen haben sich beim Abendbrot beschwert, dass es zu heiß sei. Also habe ich die Fenster geöffnet, wirklich nur einen Spalt, und sofort haben sie mich angeschrien, alle drei. Ich solle das Fenster zumachen. Jetzt habe ich Angst, dass sie mich in den Keller bringen und für immer wegsperren. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Was soll ich nur? Okay. Ah, das spricht auch schon alles dafür, ne? Dass die auch irgendwie so. Beziehungsweise, wenn das die drei aus dem Trailer vom Game sind, die drei Mädels, die quasi zu der Lady D gegangen sind. Oh yeah. Dann konnten die sich ja in so Fliegenschwärme verwandeln. Vielleicht wollten die deshalb, dass die Fenster zu sind, dass wenn es durchzieht, also wenn es einen Luftzug gibt, irgendwie, dass die nicht irgendwie weggeweht werden oder was weiß ich, keine Ahnung. Bin mal gespannt, ob wir es irgendwie herausfinden werden hier. Okay. Nothing. Holzketten. Das ist aber eine schicke Kette hier. Hallo. Ladies. Hier nur Frauen.
Frauen im Schloss sind? Also ich gehe davon aus, wir sind im Schloss. Hier ist zu. Hier irgendwie... Nasse Keller oder was? Oder was geht bei euch hier, mich da einfach mal so zu erschrecken? Wird ich hier? Alter, ich habe das Gefühl, die steht so direkt links neben meinem Ohr und keine Ahnung, isst Popcorn und freut sich gleich auf ihren Showdown. Einfach mal, wo kam die her? Von hier. Hier gemacht, wenn die von hier hinten kam. Ich bin ja auch mal gespannt, ob sich nachher vielleicht hier irgendwie diese Ritter da bewegen werden und was es auch mit Geistern auf sich hat. Also... Und Werwölfen und wie Chris damit in die ganze Rolle reinspielt und Ethan und das Baby. Ja, ansonsten sieht schon schick aus hier. Gerade hier dieser Eingangsbereich hier ist das ja, glaube ich. Das haben wir auch schon in dem Trailer gesehen. Wie gesagt, ich spiele das jetzt mit euch hier auch das erste Mal. Ich kenne nur die Szenen aus dem Trailer. Guck mal, wir müssen hier was einsetzen. Eins der Augen. Was sagt er? Achso, ist hier lediglich eine Vertiefung, also wir müssen da was einsetzen. Auch hier, also wenn ich das jetzt so sehe, ne, hier so diese drei Kinder und sie dann so als vielleicht so als Heilige. Bin echt gespannt. Ich bin echt gespannt, was das alles so auf sich hat hier. Die Bilder, also es ist schon geil, ich find's vom Setting her richtig geil hier. Erstmal. Laser. Okay, also hier ist nichts. Hier ist nichts. Okay, hier kommen wir auch nicht lang. Wir müssen runter. Wir müssen auf jeden Fall runter. Was lachst du? Rum. War ja klar. War ja klar, dass wir da nicht rauskommen. Wenn wir uns hier nicht so ein... Genau so ein... Die gleiche Kleidung wie die ich anhabe. Wir sehen nicht, was wir anhaben. Wir können auch unsere Arme nicht sehen. Okay, bestanden. Irina. Was? Mihela? Louis. Abgelehnt. Dandora. Greta. Nadine. Camellia. Bianca. Lina, Astrid, Ludmilla, Rosalinda, Lina, Stefana, Gabriella. Okay. Aber auch wieder nur Frauennamen und wir selber sind auch eine Frau. Also ist echt interessant. Können wir uns vielleicht hier auf irgendeinen Test vorbereiten oder ist es vielleicht sogar schon der Test? Jetzt wäre natürlich auch die Frage, wie heißen wir überhaupt? Also wer sind wir denn?
Fragen über Fragen hier. Blood. Bloody Mary. Kein echtes Meißner Porzellan hier. Also da hat jemand draus getrunken und hat auch jemand seine Sachen hier gelassen. Ein Hut, vielleicht irgendwie ein Schuh. Also das scheint mir, als ob derjenige hier nicht freiwillig gegangen ist. Und wahrscheinlich, was hier drin war, hat dazu geführt, dass er dann einfach auch nicht mehr selbstständig wahrscheinlich gehen konnte. Gehe ich mal ganz stark davon aus. Würde zumindest Sinn machen. Ja, das auch zu. Okay. Wir bereiten uns vor. Ach, jetzt kommt gleich ein Schocker. Okay, ich überlege jetzt nur gerade, was uns vielleicht diese Nachricht, was uns die vielleicht hilft, wo es hieß, dass die offene Fenster nicht gemocht haben. Also hier ist ein offenes Fenster. Und es wird ja Sinn machen, dass das irgendwie damit im Zusammenhang steht. Vielleicht, wenn wir jetzt gleich angegriffen werden, dass das von so einer Tussi, dass es vielleicht hier so unser Safe Room ist. Und hier drin kommen die nicht rein, weil die dann vielleicht irgendwie weggeblasen werden. Empty. Nichts drin. Oh, what? Yes. Alter, was ist ein Kelch hier? Oh. Ring mit rostrotem Auge. Okay. Was hier noch? Noch rumliegt. Okay, hier scheint es nichts zu geben. Aber wir gucken uns das mal. Ließe sich sicher leicht entfernen. Ja, dann lass mal gucken. Jo, perfekt. Ich gehe mal davon aus, das ist nämlich bestimmt oben für die Tür. Bringt nichts. Nee. Nope. Aber wie gesagt, ich finde das Setting echt richtig geil. Hier, wie es aussieht. Wow. Aufgelöst. Aber die weiß, dass wir hier sind. Also, die hat ja auch so komisch gelacht schon. Vielleicht jetzt wieder hier unten. Ja, die spielt mit uns. Fliegen, Lady. Okay, aber wir setzen mal das Auge ein. Ich denke, das funktioniert. Okay. Jo. Genau, und dann hat, hieß es ja auch in dem Trailer noch irgendwie was mit einem Ritual. Und ich kann mir da vorstellen, dass das ist das Baby. Also wenn man den Trailer sich richtig angeschaut hat, dann
gab es da ja in der einen Szene auch Chris zu sehen. Wir wissen ja, dass das Chris ist, der das Baby hält. Und wir wissen ja auch, zumindest mal das, was aus dem Trailer so hervorgeht, dass wohl Ethan seine Tochter, glaube ich, zurückholen will. Also sein Kind auf jeden Fall. Und es wird ja Sinn machen, wenn es das Kind wäre dann. Weil wie das alles im Zusammenhang steht und vor allem, was es dann auch mit dem Ritual da auf sich hat. Okay. Hofschlüssel. Und wir haben einen Brief. Die Geschichte der Weinherstellung auf Schloss Dimitrescu reicht bis ins 15. Jahrhundert zurück, lange vor der Zeit der derzeitigen Besitzer. Alchima Dimitrescu benutzt die lang gehegte, wenn auch eigentümliche Methode der Weinherstellung, um ihren Wein ein besonders reiches Bouquet zu verleihen. Ja, wir haben ja gesehen, das eine Fass schon, ne? Ihrem besten Jahrgang verlieh sie den Namen Sanguis Virginis. Blut der Jungfrau. Ah, das hat vielleicht nur Ladies. Das hat vielleicht auch welche, die den Test bestehen oder beziehungsweise unten die Liste, wo es dann hieß, die einen sind okay und die anderen sind nicht okay, ne? Lagert in einer Flasche, die kunstvoll mit silbernen Blumenornamenten verziert ist. Nicht ganz dunkel draußen, oder? So dämmerlich, so. Mir vorstellen, dass die Alte jetzt hier kommt. Geht einfach mal. I'm watching you. What? Big Brother is watching you? Ja, ich hab so das Gefühl, die kommt hier, auch hier gleich irgendwie auf. Okay. Nein, Quatsch, das war ja hinten. Oh. I won't last until dinner. Alter. What? Fuck you! Whoa! Hey, ich gehe davon aus, die kann hier nicht rein. Wegen dem... Nochmal. Er sieht nicht so aus. Hier, genau, hier war der Zettel und da stand nämlich drauf, bestanden abgelehnt. Steht da aber bestanden und dann nicht, also dann nicht bestanden. Wenn es ein Test ist, müsste ja eigentlich nicht bestanden dann dastehen. Okay. Boah! Alter. Okay. Aber wir haben wenigstens einmal hier die Lady D gesehen. Also Dimitrescu. Oder wie auch immer die Dimitrescu einfach so. Oder wie auch immer die sich ausspricht. Aber war zumindest interessant. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte jetzt gedacht, dass so ein bisschen mehr kommt. Also, dass es vielleicht ein bisschen länger ist. Weil wenn wir wenn wir uns an die Demo erinnern, die wir ja auch
bereits für Resident Evil 7 damals spielen konnten, wo wir in dem Haus waren. Ja, da war es ja schon ein bisschen mehr. Und es gab natürlich auch so ein paar Sachen noch zu sammeln. Und es war ja auch mega interessant. Jetzt haben wir hier so Credits nochmal. Hier kommt jetzt auch nichts mehr. Okay, gut. Dann machen wir das jetzt wie folgt. Ich zocke jetzt gleich nochmal eine Runde hier durch und schau mal, ob es vielleicht doch noch irgendwie was zu sammeln gibt. Und weil das wäre nämlich so die Frage, ob es da auch vielleicht wieder irgendwie ein Item gibt oder sowas, was du dann mit dir ins Hauptspiel einmal übertragen lassen kannst. Also wenn es dann am 7. Mai rauskommt. Okay, also hat mega Spaß gemacht, jetzt hier einmal so ein kleines Let's Play zur Demo zu Resident Evil Village Maiden. Und ja, wenn dir das Video gefallen hat, lass gerne einen Daumen nach oben da und ein Abo, würde es mich mega mit supporten. Und ja, ansonsten ja, sehen wir uns einfach wieder beim nächsten Video, wenn du Bock hast. Oder dann, ja, wenn Resident Evil Village dann auch rauskommt. Denk mal, werde ich hier auf jeden Fall was auf dem Kanal zu bringen. Ja, ansonsten hat mega Spaß gemacht. Geile Demo. Wie gesagt, ich zocke jetzt noch eine Runde und gucke mal, ob es noch was zu finden gibt. Wenn ich noch irgendwas finden sollte, was interessant ist, dann gibt es dazu auf jeden Fall hier noch was auf dem Kanal. Ansonsten, yo, hau rein, mach's gut.